Hallo Nick. Hallo und herzlich willkommen bei den Stadtwerken Jena. Vielen Dank. Sag mal, was machst du eigentlich bei den Stadtwerken? Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ah, okay. Und ist das die einzige Fachinformatiker-Ausbildung der Stadtwerke? Genau, ja. Das ist die einzige Fachinformatiker-Ausbildung bei uns im Unternehmen. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Sie reichen vom Kundensupport über die Neuinstallation von Geräten bis hin zur Serveradministration und Verwaltung. Und wenn du mal nicht im Unternehmen bist? Dann bin ich in der Berufsschule in Hermsdorf. Pendelst du da eigentlich zwischen Hermsdorf und Jena oder gibt es auch ein Wohnheim vor Ort? Ich fahre jeden Tag mit dem Auto. Ein Wohnheim gibt es in Hermsdorf nicht. Aber es ist sehr gut, mit dem Zug oder mit dem Auto zu erreichen. Und welche Fächer belegt ihr in der Berufsschule? Die Fächer reichen von Clients und Netzwerke über Datenbanken und Programmierung bis hin zu natürlich auch normalen Fächern wie Deutsch, Englisch und Sozialkunde. Klingt aber anspruchsvoll. Konntest du vorher eigentlich schon programmieren? Ja, ich konnte vorher bereits programmieren. Dies ist aber nicht notwendig, da meistens von den Grundlagen aus begonnen wird. Was von all diesen Fächern ist eigentlich dein Lieblingsfach? Eins meiner Lieblingsfächer ist BWL. Sehr cool. Und in der Praxis? Welche Bereiche der IT lernst du hier kennen? Unsere Kunden sind alle Mitarbeiter der gesamten Stadtwerke Jena Unternehmensgruppe sowie deren Außenposten. Die Aufgabenbereiche beziehen sich also daher auf die Installation von Geräten über die Netzwerk- und Serverkonfiguration im gesamten Unternehmen. Klingt sehr abwechslungsreich. Sag mal, wann bist du mit deiner Ausbildung fertig? Ich bin mit meiner Ausbildung in 1,5 Jahren fertig. Insgesamt geht sie 3 Jahre und davon sind wir circa die Hälfte hier im Unternehmen und die Hälfte in der Berufsschule. Und war der Einstieg am Anfang eigentlich schwierig? Nein, das kollegiale Umfeld war von Anfang an sehr nett und hilfsbereit. Und außerdem sichert einem das Patenprogramm am Anfang einen Azubi zu höheren Lehrjahres, den man mit allen Fragen löchern kann. Wow, das klingt aber, als wären viele Azubis. Zurzeit fangen jedes Jahr ca. 25 bis 30 neue Azubis in der gesamten Unternehmensgruppe an. In der IT sind wir momentan 5. Und das hier ist dein Arbeitsplatz? Genau, das ist mein Arbeitsplatz. Wir sind aber an sich sehr modern aufgestellt, sodass wir faktisch von überall aus arbeiten können, auch von zu Hause. Abgesehen von den flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, was gefällt dir denn bei den Stadtwerken noch besonders? Mir gefällt vor allem das kollegiale Umfeld, was man alles lernt und welche Bereiche man alles sieht. Das klingt sehr gut. Dann vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Ausbildung gegeben hast und weiterhin viel Spaß und besten Erfolg. Dankeschön und bis bald.